So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier nahe Thalenberg, wir reiten mal ab, wir steigen mal ab und sind immer noch auf der Suche nach Ed Sheeran. Die alte Hundehütten. Ich bin mal ganz mutig, Freunde. Oh, der hat mich gesehen. Beziehungsweise, ich wollte ihn jetzt eigentlich beklauen. Na, Schnucki? Schaffst du es über die Baumstämme? Er schafft es. Brauchst du Hilfe? Die pennen jetzt alles sehr schön. Träumler, Radan. Radan, der Große, der Fürchterliche, man weiß es nicht. Okay, wir müssen tatsächlich ein bisschen aufpassen hier. Neue Stufe heimlich. Ach, das ist mein Gaul. Neue Stufe Heimlichkeit. Köhler Zwilling. Wo ist der Rest von dem? Also sein Zwillingsbruder. Ja, wir machen es halt, weil wir es können, Freunde. Und zur Last. Grinus, das ist schon dreist, ne? So, Köhlenmeiler, neuer Codex-Eintrag, ist das korrekt, meine Freunde? Nee, haben wir schon. Das können wir hier klauen. 10-mal Karotten. Gratuliere. Wir probieren es mal bei ihm. Okay, wir probieren es nochmal bei ihm. Okay, ja, tatsächlich nichts Großartiges. Beziehungsweise ich bräuchte halt einen Dietrich, ne, von denen Jungs. Gib mal Ruhe jetzt. Da fehlt doch noch einer von denen. So, Köhler. Köhler, Köhler, Köhler. Grüß Gott. Kann ich mit dir reden? Du diebische Elster! Schnauze.
fuck. Wo rennen die jetzt alle hin? Verdammt! Okay, ich frage mal die Jungs. Kann ich mit dem reden? Du? Was willst du von mir? Ich hab da eine Frage. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Kenn ich nicht. Aber im anderen Lager wurde mir gesagt, dass er euch besucht. Nun, die müssen da was verwechselt haben. Genau. Hab noch nie von deinem Rotschopf gehört. Lass mich verarschen. Das war's jetzt, oder was dann? Lass mich verkackeiern. Ich würde mal gerne, jetzt pass auf. So, dafür glaube ich jetzt eure ganzen Äpfel, ihr Schweinehunde. Hey, mein Freund. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. War er zufällig hier? Rotschopf, sagst du? Ein rothaariger Kerl? Ja, hast du ihn gesehen? Mal überlegen. Es war ein Fremder hier, aber der hatte keine roten Haare gehabt. War wohl ein anderer. Was, man sagte mir, du kennst Rotschopf? Ach ja? Eure Nachbarn verrieten mir aber, dass sie ihn kennen und er euch besucht. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Wollten dich wohl einfach loswerden. Ich habe keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Ich untersuche das Massaker von Neuhof und der Junge weiß etwas darüber. Ich muss ihn sprechen, verflucht. Na gut, aber zuerst musst du beweisen, dass du ein Guter bist. Wie? Da waren zwei bewaffnete Kerle, die nach ihm gefragt haben. Halsabschneider, so wie die aussahen. Werde sie los und wir lassen dich zu ihm. Lass mich verarschen! Ich möchte nicht hier, ne? Ich probier's mal. Dann kannst du mich gleich zu ihm bringen. Denn die Banditen sind erledigt. Gut. Wenn es denn wahr ist. Wenn du mir nicht glaubst, führe ich dich zu ihren Leichen. Na gut. Ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in der verlassenen Hütte. Nimm die Straße nach Norden Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an der Quelle endet. Von dort führt ein überwucherter Pfad zu Rotschopf. Ist aber leicht zu übersehen. Hab Dank. Finde Rotschopf, Alter. Entschuldige. So, was ist jetzt? Hängst du jetzt oder machst du weiter? Spiel speichere, granuliere. Glaubst du, das war einer von denen? Könnte sein. Und was, wenn nicht? Wenn er wirklich dem hiesigen Herrn dient, kann er vielleicht helfen. Vielleicht. Andererseits könnte er einer der Halsabschneider sein und will uns austricksen. Ah, das glaube ich nicht. Dahergelaufene Diebe denken sich sowas nicht aus. Nur sind die keine dahergelaufenen Diebe, sondern Räuber und Mörder. Die sind listig wie Füchse. Wohl wahr. Beten wir, dass er nicht zu ihnen gehört. Ja. Hey, der hat sich aber schnell hingelegt. War das eigentlich der Anführer jetzt? Den Köhler-Zwilling. Kann ich mit Radan reden? Ja. Scheiße! Hau ab! Ja, okay, er will nicht. Er will gerade nicht, hat er gewarnt. Mit dir möchte ich reden. Ja? Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Ja, eine Arbeitsmoral haben die hier. So schlossleicht.
Oh Gott. Was träumt denn der? Ich hegle euch so. Ah, Quatsch. Entschuldige. Wir gucken nochmal. Ach, die Pappnase ist gleich hier. Hier ist ja auch noch was, ne? Komm, Freunde, wir machen hier mal eine Markierung hin. Schnapp ich mir nochmal meinen Gaul. Pebbles. Und dann reiten wir mal weiter. Ich möchte hier tatsächlich nochmal geschwind zu diesem Lager rüber. Ja, ich glaube, wir kommen hier sogar. In die Richtung. Ui, Gaul wehrt sich. Gaul wehrt sich. Wie lieber planschen. Ich habe entdeckt einen Unfallort. Wo? Ach, hier. Warte mal, ich steig mal ab hier. Der Gaul, der ist mir doch ein bisschen. Ein Dolch, natürlich. Ach, das war ein stinknormaler Unfall. Kann ich sonst noch was looten, außer den Dolch? Eieiei, unschöne Szenen. Hat aber verdammt viel Blut verloren, ne? So, ich laufe mal hier weiter. Einfach, weil wir es können, Freunde. Okay, Nest entdeckt. Nest. Hudi. Nest. Alter, das sieht aus wie eine Hand, ne? Alter. So, müsste ja bald hier eigentlich. Na, hier ist freies Gelände. Okay, mich interessiert es jetzt halt, ne? Ach, hier sind wir richtig. Ach nee, das war hier. Ah, hier kann ich sicherlich auch schnell speichern, ne? Jo! Jetzt haben wir hier Feines, hier haben wir nichts, hier haben wir nämlich alles Glute gehabt. Okay, dann gehen wir mal zurück.
Obwohl, weißt du was? Wir könnten ja eigentlich tatsächlich pennen, ne? Zumindest, dass wir es ein bisschen heller haben hier. Deswegen 5 Stunden nach vorne. Boah, entschuldige. Ah, ich kränkel immer noch, wenn ich hoffe, bei der nächsten, aber ich gehe auch davon aus, bei der nächsten Aufnahmesession wird der Husten weg sein. Soderle. Ja, alles noch im recht grünen Bereich. Hey, ich spiel gespeichert und hell ist es. Sehr schön. So. Tut mir leid. Ich frage mich, ob ich das auch kurz muten kann. So, egal. Gucken jetzt noch mal hin. Finde Rotschopf. Ah, Six ist jetzt, pass auf, wir machen das mal weg, weil es mich einfach stört. Ich hoffe, wir finden ihn jetzt einmal langsam. So, die Fackel können wir mal getrost ausmachen. Hui, Schirmling. Jetzt schau ich mal, ob wir hier. Schwert. Warum ist denn jetzt mein Schwert schon wieder nicht mehr ausgerüstet, ey? Drecksdolch. Sachs habe ich doch hier. Schwer, das hat ja die Fackel wieder. So. Ich möchte gerne mal alles beide wegstecken hier. Natürlich, den Schirmling nehmen wir mit. Und irgendeiner bellt doch hier schon wieder. Ich hoffe jetzt doch tatsächlich auch, dass wir Rotschopf da endlich finden. Wo alt ist. Gut, ich lasse mich auch immer ablenken, aber es beansprucht doch ein bisschen Zeit, ne? Die Quest da jetzt auch. Oha, was ist das für ein Lager? Schaut her mit Mords Garten-Ding da, ne? Ach, der ist da drinnen. Hey, Ed Sheeran, na endlich! Junge, Junge, Junge. Ich bin unschuldig.
hätte gar nichts tun können. Ich war wie erstarrt, konnte nicht mal den Mund aufmachen. Kein Sterbenswörtchen konnte ich sagen. Die hätten mich kalt gemacht, wenn ich gesungen hätte. Ich hätte nichts tun können. Ich bin unschuldig. Das lass den Henker entscheiden. Hey, Rotschopf. Alter, Itchierender. Herrgott, war das eine mühsame Suche. Ohne Witz. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. So, weshalb bist du weggelaufen, mein Freund? Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Spießgesellen? Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschitze ist und hinkt. Oh, sehr geil. So, erzähl mir von den Hinkenden. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenke gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Ein Hinkender aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Hab nie mit ihm geredet. Ja, dann erzähl mir trotzdem nochmal alles, was du gehört hast. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Ich hab Zeit. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Was? Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Ei. Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem.
Du hättest nichts tun können. Ach, mein armer kleiner Ed. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Komm, das machen wir trotzdem. Könnte ich vermutlich. Weißt du, wo sie stecken? Nein, aber sie müssen hier irgendwo herumlungern. Ich werde mich umsehen. Und wenn ich sie finde... Ich verstehe. Nein! Wieso mache ich sowas eigentlich? Vorhin bei dem einen Dialog habe ich gesagt, ja, passt schon. So, jetzt hängt das System. Habe ich ihn angelogen, dass ich ja den Kampf aus dem Weg gehe. Und jetzt... Jetzt reite ich mich hier direkt in die Scheiße rein. So. Sehr schön. Ach, Spiel gespeichert, das ist schön. Ich habe leider keinen Dietrich. Ob du hier sicher bist? Dich würde ich gern beklauen, ne? Aber so, wo sind die Jungs? Wir gucken mal, was questmäßig hier so abgeht. Komm in die Satteltasche. Was ist jetzt? Eschebogen, Alter, voll teuer. Fackel? Nee. So, wir gehen mal rüber zu den Quests. Rotschopf sitzt in der Klemme. So, töte die Banditen, aktuelle Aufgabe. So. Ich weiß jetzt, dass es westlich vom nördlichen Lager ein weiterer Köhlerlager gibt. Wenn ich mich nahe am Wasserlauf halte, sollte ich es finden. Ich fand heraus, dass Rotschopf nach Westen in Richtung Thalberg gegangen ist. In der Nähe gibt es ein weiteres Köhlerlager. Um es zu finden, musste ich lediglich dem Wasserlauf folgen. Es gelang mir, Rotschopf aufzuspüren, die sich bei befreundeten Köhlern verkrochen hatte. Er schilderte mir in allen Einzelheiten, was sich in der Nacht des Überfalls zugetragen hatte, und gab mir einen Hinweis, um einen der Banditen zu finden. Er kannte dessen Namen nicht, wusste aber, dass er humpelte und aus Uschitze stammt. Den werde ich hoffentlich leichter aufspüren als Rotschopf. Rotschopf hat mich darum, bat mich darum, die Banditen zu erledigen, die nach ihm suchten. Jo, und das werden wir auch jetzt mal versuchen. Ja, gratuliere. Zum Glück ist es ja nur hier, ne? Zum Glück ist es ja kein großes Ding. So, wenn wir nämlich die töten, dann kann wieder Ed Sheeran Freikonzerte geben. Ohne Angst zu haben, gedrosselt zu werden oder sonst was. Sodala. Soda. Ich werde jetzt hier mal tatsächlich, wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen. Was ist da drüben? Zählt es noch zu dem Gebiet? Nee, das sind die Jungs, ne? Das sind die anderen Köhler.
Ah, schön. Boah. Wir müssen hier entlang. Ach, wie cool das aussieht. Freunde, wir machen hier eine Folgenpause. Bis morgen und dann suchen wir die Banditen. Und ich hoffe, wir werden nicht sterben. In diesem Sinne, macht's gut. Servus. Euer Franconia. Ciao.